Hey Leute, ihr habt mich so oft gefragt, wie man in Japan eigentlich klarkommt, wenn man nicht so viel Japanisch spricht, beziehungsweise wie man auch mit Englisch klarkommt. Und da ich selbst diese Frage nicht so beantworten kann, habe ich gedacht, ich hole mir jemanden dazu, der eben in Japan war und nicht so viel Japanisch sprechen konnte, aber trotzdem sehr gut klargekommen ist. Und zwar ist das der Max. Hallo. Den Max kennt ihr wahrscheinlich noch aus verschiedenen Reisevlogs, wie aus Kyoto oder Okinawa. Mhm. Und ja, wir haben gedacht, wir machen mal wieder ein paar Videos zusammen. Und bei mir wird es heute um, ich sag mal, so eine Art basic japanisch Vokabeln gehen, also einfach so Sachen, die ihr hören könntet, vielleicht auch Sachen, genau, die ihr selber sagen könntet, die euch einfach so ein bisschen den Start in Japan erleichtern. Und bei Max? Geht's um Fettnäpfchen, die man treten könnte, beziehungsweise um Dinge, die man beachten sollte, um eben nicht da reinzutreten. Genau. Fangen wir am besten einfach mal mit der Begrüßung an. Gibt es da irgendwas, was du so häufig benutzt hast? Oder hast du vielleicht auch das auf Englisch gemacht? Ne, auf Englisch haben wir es tatsächlich nicht gemacht, vor allem nicht im Büro. Jeden Morgen, wo wir reingegangen sind, war eigentlich immer Ohayo gozaimasu, also guten Morgen, und zwar in der höflichen Variante. Ah, okay. Einfach weil es im Büro halt nur Japaner gab und da habe ich mir gedacht, passe ich mich halt an. Und das ist halt was, was man relativ schnell lernt. Okay, ansonsten, also was er eben angesprochen hat, Ohayo oder Ohayo gozaimasu, heißt halt wie gesagt guten Morgen. Ja. Was gibt's noch so an Begrüßungen? Konnichiwa, genau. Wäre so das Geläufigste, was jeder kennt, so ein bisschen Hallo und... Guten Tag, das ist auch, bei Konnichiwa gibt's nicht so viele Abstufungen, was da die Höflichkeit angeht, das heißt, damit liegt ihr eigentlich nie falsch. Genau, und am Abend gibt's eigentlich noch Konbanwa, also guten Abend, und kann man eigentlich dann sagen, wenn es dunkel ist. Genau, genauso wie bei Konnichiwa auch keine Höflichkeitsprobleme. Das nächste, was dann relativ schnell kommt, ist vielleicht so was wie, hey, wie geht's dir eigentlich oder so. Und das wäre halt Ogenki desu ka. Ogenki, also, du bist sehr höflich. Ja, genau. Weil okay, also, O ist halt das Ja, genau. Also es gibt halt ganz normal, würde man sagen, Genki desu ka. Ein bisschen höflicher ist es dann Ogenki desu ka. Und unter Freunden ist es einfach nur so Genki. Ja, aber man lernt halt im Büro auch irgendwie die häufigste oder höflichste Variante. Ja, richtig. Deshalb ist das immer noch voll drin. Genau, und Antworten darauf wären zum Beispiel einfach nur Genki desu. Oder wenn es einem nicht ganz so gut geht, kann man sagen Mama desu. Wo wir gerade bei Höflichkeit waren, das ist auf jeden Fall wichtig, nochmal über Bitte und Danke zu reden. Ja, das stimmt. Bitte und Danke ist einfach so wichtig in der japanischen Kultur, um sich zu bedanken. Vor allen Dingen im Büro. Immer wenn jemand was für mich gemacht hat, habe ich mich bedankt mit Arigato, beziehungsweise in der höflichen Form Arigato gozaimasu. Also habt ihr da auch eher die höfliche Variante? Ja, eigentlich eher die höfliche Variante. Ja, und wenn man über Bitte redet, gibt es da zwei Varianten. Einmal die Variante, dass man jemandem etwas gibt oder beziehungsweise jemanden eine Bitte erfüllt hat. Dann sagt man do itashimashite, also kein Problem, habe ich gern gemacht, so in der Richtung. Ja, und wenn man aber jemanden um etwas bittet, das heißt, man möchte etwas bekommen oder fragt jemanden, ob man das tun kann, dann ist es eben onegai shimasu. So was wie, ja, bitte, ich hätte es gern. Genau. Das nächste, was an der Stelle, glaube ich, relativ gut passt, wäre dann auch Entschuldigung. Was habt ihr da so im Büro benutzt? Eigentlich immer sumimasen. Okay, also sehr höflich eigentlich, genau, schon fast. Ja. Die, sage ich mal, nicht ganz so höfliche Variante von Entschuldigung wäre gomenasai. Ja, das kann man so unter Freunden oder Gleichaltrigen sehr gut benutzen. Und wenn man jemanden relativ nahe steht, sage ich mal, kann man auch einfach nur gomen sagen. Also sehr kurz, sehr, ja, ich sag mal schnell, ah, gomen. Hast du da wahrscheinlich häufiger benutzt? Ja, doch, eigentlich schon. Nee, ich nehme mich gar nicht. Um die absoluten Basics hinter uns zu lassen, wäre es vielleicht noch sinnvoll, Ja und Nein anzusprechen. Ja. Hi für Ja. Und Ihr für Nein. Genau. Aber dann gibt es noch so ein paar Allzweckwaffen, die wir euch noch ans Herz legen wollen. Richtig. Und das, glaube ich, was ich am häufigsten benutzt habe in diesem halben Jahr, ist Daijoubu. Was ist denn Daijoubu? Daijoubu heißt einerseits sowas wie kein Problem, nein, alles in Ordnung. Ja, wie gesagt, es ist eine Allzweckwaffe, die man eigentlich immer einsetzen kann. Zum Beispiel auch, ja, wenn jemand auf einem Zug, auf der Straße einer auf einen zukommt und vielleicht irgendwie einen Flyer geben möchte und man einfach nur, ah, yeah, Daijoubu, dann so von wegen, nee, alles okay oder so. Ja. Oder auch allgemein, man kann das eigentlich fast immer sagen. Ja, ja. Daijoubu, Daijoubu, so im Sinne von, alles ist okay, alles ist gut, kein Problem. Ich fühle mich großartig. Ja. Bitte nicht. Sprech mich bloß nicht an. So in der Art. Ja, hast du noch eine andere Allzweckwaffe? Genau, Domo wäre so die Allzweckwaffe. So. Du kannst immer sagen, du kannst für Hallo sagen, du kannst für gern geschehen, du kannst für Entschuldigung sagen. Irgendwie alles. Was mir da gerade einfällt ist, ich glaube, das ist aber auch eher so ein, ja, ich sag mal, männliches Ding. Es wird in Japan mehr von Männern gesagt, weil ich, also ich selbst habe es nicht wirklich viel benutzt und ich kenne auch kaum Japanerinnen, die Domo so oft benutzen. Wo du es sagst, ich denke auch, ja.
Und dann kommen wir eigentlich direkt schon so für so ein paar Standardsätze, die man vielleicht unterwegs gebrauchen könnte. Was ich immer ganz sinnvoll finde, ist zum Beispiel, wo ist das und das? Hm. Und ja, was hast du denn so in Japan gesucht, sag ich mal? Vor allen Dingen, als ich meinen ersten Arbeitstag hatte, da habe ich das Klo gesucht. Und dann habe ich halt gefragt, Toire wa doko desu ka? Genau, also wa doko desu ka ist sozusagen die Frage, wo ist das und das? Und Toire ist eben Toilette. Toilette. Man kann aber auch für Bankautomat ATM ATM sagen, für Schließfächer locker. Was gab's noch? Zum Beispiel, wenn man nach einem Bahnhof sucht, kann man zum Beispiel auch sagen, ja, Shinjuku Eki. Eki ist ein Bahnhof. Und dann Shinjuku Eki wa doko desu ka? Generell ist das einfach eine gute Sache, wenn man so eine kleine App hat, wo man so Wörter nachsuchen kann. Ja, genau. Und dann sucht man einfach das Wort und hängt wa doko desu ka dran. Und eigentlich wird man dann hingeführt oder so. Ja, also ich denke mal, die Japaner werden euch dann so ein bisschen vielleicht die Richtung zeigen oder Rudimente erklären. Das wird schon irgendwie funktionieren. Bei uns ist eine mal mitgelaufen komplett, bis zum Bahnhof hin, weil die unbedingt wollte, dass sie mit uns mitläuft. Ja, bei uns wollte mal jemand mit dem Auto vorne wegfahren und wir fahren hinterher. Also. Die Japaner sind zu geil in der Generell ist es sinnvoll, sich eine Passmo oder eine Suica in Japan zu holen, aber wenn ihr das nicht machen möchtet und lieber, ich sag mal, jedes Ticket einzeln ziehen wollt und euch aber nicht sicher seid, zum Beispiel, ja, wie teuer ist es jetzt nach, was weiß ich, Harajuku zu fahren, dann könnt ihr einfach fragen, ja, Harajuku made wa ikura desu ka? Was dann bedeutet, ja, wie teuer ist es sozusagen bis nach Harajuku? Das Harajuku könnt ihr dann halt auch einfach austauschen. Also Made heißt so viel wie bis und dann Ikura desu ka ist halt wie teuer. Ikura desu ka kannst du auch im Geschäft benutzen. Das stimmt. Und einfach sagen, was kostet es? Ja, einfach nur Kore wa Ikura desu ka. Also allgemein dieses wa Ikura desu ka ist auch so ein Basic. Ja. Ich habe euch ja auch so ein bisschen auf Twitter gefragt, was denn so basic Sachen sind, die ihr gern wissen wollt, wenn ihr nach Japan reist. Und da kam auch sehr oft die Frage nach, ja, ich habe Hunger. Und von ich habe Hunger gibt es mehrere Versionen. Kennst du eine? Ja, Haraheta. Ah, Haraheta ist halt auch, ich sag mal, schon eher wieder männliches Japanisch und sehr, ja, direkt. Was man sonst auch noch sagen kann, ist Onaka ga suita. Ist sehr lang und sehr zungenbrecherisch. Ja, aber das würde halt Onaka ga suita wäre halt, ja, ich habe Hunger, wörtlich bedeutet beides eigentlich, mein Bauch ist leer. Die nächste Sache, die von Twitter kam, war dann, ja, was wäre denn Ihre Empfehlung, beziehungsweise was wäre die Empfehlung des Hauses? Das habe ich auf eine sehr einfache Frage einfach mal runtergebrochen und das wäre Osuzume wa nan desu ka? Osuzume ist eben die Empfehlung und nan desu ka ist, ja, was, mehr oder weniger. Also einfach nur, was ist die Empfehlung? Und dann werden die euch schon, sag ich mal, zeigen oder die Empfehlung bringen. Ja, in Japan im Restaurant ist es auch sehr oft so, dass ihr Karten habt, wo auch Bilder vom Essen drin ist. Da ist es besonders einfach zu bestellen, weil ihr könnt einfach mit dem Finger drauf tippen und sagen, Koreo Hitotsu Kurese. Genau. Also ich hätte davon gerne eins. Genau, und wenn ihr halt mehr haben wollt, dann könnt ihr auch sagen, Koreo Futatsu, also es wären dann zwei und dann halt Kudasai. Oder Koreo Mitsu Kudasai. Ganz besonders höflich ist es, wenn ihr fertig seid mit Essen und dann an der Küche oder vorne am Tresen vorbeiläuft und sich nochmal zu bedanken. Genau. Das macht man nicht mit Arigato gozaimasu, sondern mit Gochō sama deshita. Also sowas wie vielen Dank für die Bewirtung oder es hat gut geschmeckt. Ja. Da freut sich der Japaner, dass ihr so einen doch aufwendigeren Satz irgendwie hinkriegt. Es ist einfach mega schön, die dann lächeln zu sehen. Richtig. Wenn ihr in Japan seid, werdet ihr nicht darum herumkommen, in den 7-Eleven, Family Mart oder sonst was zu gehen. Die sind einfach überall. Richtig. Und da gibt es auch ein paar Vokabeln, die erstmal verwirrend sind, wenn man das erste Mal da reingeht. Zum Beispiel werdet ihr jedes Mal begrüßt. Richtig. Und in meinem 7-Eleven, wo ich immer war, war immer einer, der besonders engagiert war. Und da hat dieses Wort jedes Mal, wenn ich reinkam, besonders mit Elan gebrüllt. Also, Irashaimase. Richtig. Und das war immer so, Irashaimase. Das war total geil. Ja, das werdet ihr sehr oft in Japan hören. Über dieses ganze Jahr habe ich so eine leichte Hassliebe zu Irashaimase entwickelt. Und wortwörtlich, ja, kann man das nicht so richtig übersetzen, aber es bedeutet mehr oder weniger so viel wie herzlich willkommen. Und man antwortet darauf dann auch nichts. Also man sagt nicht zurück Irashaimase, weil ja, man heißt ja die Mitarbeiter nicht willkommen. Ja. Sondern entweder nickt man ganz leicht, als wenn so, ah, okay, oder wenn man ganz japanisch sein will, ignoriert man es einfach komplett. Komplett ignorieren. Genau, ja, wo wir gerade beim Geschäft sind,
wenn man was sucht, und das musste ich leider auch machen in meinem großen Supermarkt, am besten einfach das, was man sucht, mal kurz googeln. Richtig. Und dann Ademaska. Genau. Also haben Sie das. Genau, also zum Beispiel, was weiß ich, Panga Ademaska ist einfach nur, haben Sie Brot. Und dann werden die euch auch schon zeigen. Wenn ihr dann beim Bezahlen seid, kann es sein, dass die euch an der Kasse auch noch mal ein paar Fragen stellen. Die Frage, die mich am meisten verwirrt hat, war, glaube ich, Atatame Maska. Genau, das bedeutet einfach nur, möchten Sie das aufgewärmt haben? Denn in Japan gibt es gerade in den Kombinis sehr viel Essen, was man eben direkt mitnehmen kann und was die einem auch vor Ort aufwärmen. Total und deswegen geil. Fragen sie einen auch sehr oft, ja, möchten Sie das aufgewärmt haben? Also Atatame Maska. Und dann sagt man entweder Hi, onegaishimasu, oder ie daijoubu, hatten wir ja schon als Wegwaffe. Genau. Die nächste Frage, die sehr oft dann auch noch kommt, ist Pointo kado ga arimasuka. Das bedeutet, haben Sie eine Punktekarte? Weil genau. Die Japaner lieben ihre Punktekarten. Richtig. Und da ich schätze, gerade wenn ihr nur im Urlaub da sein werdet, habt ihr diese Karte nicht. Deswegen reicht es einfach, wenn ihr sagt, arimasen. Genau. Ich wurde jedes Mal gefragt, obwohl ich jeden Tag einkaufen war. Jeden Tag bei derselben Kassiererin. Hätte ja sein können, dass du dir eine gemacht hast. Hätte sein können, habe ich auch nicht. Aber dann einfach sagen, arimasen. Das waren jetzt so, sage ich mal, wirklich die Basic-Sachen an Japanisch, was man so gebrauchen könnte, um einen den Start in Japan so ein bisschen zu vereinfachen, würde ich sagen. Definitiv, ja. Und wenn es aber dann doch mal eine Situation gibt, wo euch jemand zulabert oder ihr vielleicht auch jemanden etwas gefragt habt, aber eigentlich nicht versteht, was diese Person von euch möchte, haben wir jetzt nochmal so zwei, drei Sätze, die euch da auch retten können. Und zwar das erste wäre Sumimasen Nihongo ga hanasemasen, beziehungsweise Sumimasen Nihongo ga wakarimasen. Das heißt so viel wie ich verstehe kein Japanisch oder ich spreche kein Japanisch. Genau, also einfach um dem Gegenüber zu signalisieren, hey, ich habe gerade keinen Plan, was du eigentlich redest. Die zweite Sache, die dann sehr wichtig ist, ist vielleicht zu fragen, hey, kannst du Englisch sprechen? Genau, und das wäre eben Ego ga Hanasemaska oder Ego ga wakarimasuka. Und das letzte wäre, verstehst du Englisch? Das genau. War, kannst du Englisch sprechen? Oder verstehst du Englisch? Genau. Einfach, um vielleicht doch nochmal zu versuchen, die Situation ins Englische überzuswitchen. Genau. Was nicht immer funktioniert. Bei ja, Japanern. Das stimmt leider. Also mein Eindruck war, dass einige auf jeden Fall Englisch konnten und man sich in Tokio auch gut zurechtfindet. Denke ich auch, ja. Aber sobald man aufs Land geht... Ja, richtig. Also meine Erfahrung ist, dass man, je weiter man aufs Land kommt, desto weniger können und möchten die Japaner Englisch sprechen, einfach weil da so eine Art Hemmschwelle ist. In Touristengebieten und auch in Tokio, würde ich aber sagen, kommt man mit Englisch schon irgendwie über die Runden. Mhm. Sonst um eine noch? Positive Message daraus zu ziehen, die besten Erfahrungen hat man aber, wenn man aufs Land geht. Das stimmt. Und eben mit Japanern versucht zu sprechen, die kein Englisch sprechen oder auch wenig mit Touristen zu tun haben. Richtig, also das ist immer nochmal was ganz Spannendes, was ich auch in irgendeinem Video, glaube ich, auch schon mal erwähnt habe, dass ich immer euch ans Herz legen würde, einfach mal komplett aus irgendwo raus. Ganz rauszufahren. Ja. Genau. Und mit diesem Schlusswort würde ich sagen, hoffe ich, ihr habt ein bisschen was aus dem Video mitgenommen. Einerseits zum Thema, wie kommt man mit Englisch klar, andererseits aber auch ja an so Basic Japanisch. Genau. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Japan und mehr Tipps zum Thema, ja, meine erste Japanreise haben wollt. Wie man sich verhält vor genau, allen Dingen. Genau, würde ich sagen, könnt ihr mal bei Max vorbeischauen auf dem Kanal. Da haben wir ein Video zum Thema Verhaltensweisen gemacht. Genau, einfach... Ja, damit man nicht so in Fettnäpfchen trifft. Damit man nicht im ersten Termin mit seinem Chef die Hand reicht. Genau, so in der Art. Richtig. Und ja, damit würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, fürs Dankeschön. Zusehen und dann... Wir verbeugen uns jetzt. Sehen wir uns im nächsten Video wieder. Okay.